liebe Speedheads-Fans, Marcel wieder hier, Platzhirsch-Prinzip. Wer es noch nicht kennt, geht mal auf die Seite, schaut mal drauf. Ja, ich bin gerade im Mini Cooper von Theresa unterwegs, der Azubine von BWR Motorsport. Wenn ihr mal hier schauen mögt, sehr, sehr geiler Sticker. Aber ich mache keinen Bericht über den Mini Cooper, vielleicht später mal gucken. Ich werde jetzt das neue Spielzeug von BWM anmelden. Und zwar eine Corvette C7. Ja. Hier, der Fahrzeugschein liegt schon mal da. Ne, so schön 466 PS. Oh, das wird geil, das wird sehr, sehr geil. Ein paar Carbonteile dran, Felgen, Fahrwerk, Auspuff, Tiefer, ein bisschen Folie. Schaut rein. Ne? Ich würde sagen, bis später. Ich denke, dass ich nachher noch mit dem Udo rüberfahren werde, die Karre abholen werde. Und dann machen wir einen kleinen Vlog für Udo. Und ja, würde sagen, bis später, ne? Da bin ich wieder. Ich habe mit dabei, genau, den Udo, habe ich ja gesagt. Ich habe die Kennzeichnung morgen... Udo? Udo? Udo Horst. Ja. Ich war morgen beim Straßenverkehrsamt, habe das neue Spielzeug angemeldet. Ja! Und ich bin etwas nervös. Nur etwas. Noch geht's. Ja, wir gehen mal rein. Kennzeichen hat Alex schon und dann drehen wir gleich mal eine Runde. Ja. Gucken uns das Ding mal genauer an. Ja. Und ja, würde sagen, lass mal reingehen. Ja. Hendrik. Camaro? Komm jetzt. Ist ja gut. Komm jetzt. Moin. Männer, herzlich willkommen. Das ist der verrückte Hund. Jo. Ja. Grüß dich. Alles gut? Ja, sehr. Ja. Gibt immer die. Die Linke kommt von Nielsen. Das einzigste weibliche Auto der Welt. Macht zwar manchmal auch solche Zicken, aber gibt dir auch ganz viel zurück. Ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Wenn du sie gut behandelst, wird sie dir jeden Tag ein Lächeln schenken. Dein Schlüssel. Oh, hat sich gemacht. Nicht gut? Der Schlüssel. Komm, setz dich. Carbon! Schaut euch Alcantara, das an. Alcantara, Nappa-Leder, alles, was das Herz begehrt. Gute Entscheidung, lecker. 6,2 Liter V8, 466 PS, 630 Newtonmeter Drehmoment. Wenn ich mir den neuen Lambo V10 angucke mit 610 PS, der hat gerade mal 560 Newtonmeter schön in die Tasche gesteckt. So, Hendrik, mach mal an, wir wollen mal was hören. Schlüssel! Ich liebe es echt. Probefahrt. Fahren! Jetzt hast du vorne vier Kolben und hinten auch nochmal. Ja, Bremse gucken wir mal. Ich denke mal, ich will eine Stop-Tech draufknallen. 6 Kolben vorne, 4 Kolben hinten. Und auf jeden Fall auf Dauer ein Supercharger. Du musst ja nicht nur total bekloppt sein, um sowas zu kaufen. Du musst auch voll an einer Mütze haben, um sowas zu verkaufen. Da hat er recht, der Junge. Ganz wichtig. Jetzt kommt Erklärung. Der erste automatische Griff, ja, ist immer zum Mode Select Button. Dann drehen wir natürlich vom Eco Mode direkt entweder in Sport, ja, damit wir das Auto ein wenig schärfer schießen, oder wir gehen direkt in den Track Modus. Dann haben wir A, die Darstellung der Werks C7R, des Werksrennwagen. Und wenn wir jetzt nochmal zweimal die Spaßtaste drücken, dann kommen wir in das Leistungstraktionsmenü, wo es wirklich interessant wird. Mit Nass, mit Trocken, Sport 1, Sport 2 und Rennmodus. Und im Rennmodus habe ich die Launch Control, die ich bei diesem Auto immer und jederzeit und immer wieder und nicht nur einmal benutzen darf. Und die sogar funktioniert. Ganz wichtig, lege ich mal den ersten Gang bitte ein. Ganganzeige. Einmal die Aktivierung des Active Reverse Matching, dann ist die Zahl natürlich auch direkt in Gelb. Ja. Und selbst wenn du nicht in diesem Geschwindigkeitsbereich unterwegs bist, dass du dieses Zwischengas brauchst, um den Schleppmoment zu verhindern, dieses Geräusch macht süchtig. Es macht so süchtig, man fährt automatisch immer mit dem Zwischengas. Heißt, wenn das Ding gelb ist, ist er an? Genau. Und weiß? Ist er aus. Okay. Genau so ist es. So, da hat Hendrik gerade was richtig Geiles gefunden. Und zwar die Arschlüftung. Mega. Es gibt kein Arschwasser mehr, Freunde. Hammer, ey. Das fühlt sich an, als bläst er direkt irgendwas. Ja, macht's ja im Prinzip auch. Aber einen richtig geilen, kalten Arsch.
Was wird Super? Ja, Super Plus, ich denke mal, das Ding fährt auch mit Super, so wie ich die Amis kenne. Aber ich bin ja immer so Super Plus Fanatiker. Ja, doch. Ne, mehr so. Oktan, bessere Verbrennung, mehr Leistung. Ich bin gespannt, ob das Ding mit Software geht. Chip drauf, auf Super Plus abstimmen, dann hast du nochmal so 10, 15, 20 PS bestimmt. Ja. Wäre Björn sein Part, aber dann muss man gucken. So, getankt ist. Mach doch mal bitte nochmal, was du gerade gemacht hast. So, dann Gas. Alter! Oh, so geil! So schön, erst mit der Arsch weg. Boah. Komplett der Arsch weggerutscht. Ist gut, oder? So, jetzt kleine Spaßstrecke. Spaßstrecke? Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich, glaube ich, richtig. Natürlich halten wir uns an Geschwindigkeitsregeln etc. Wir sind keine Heizer, wir fahren kontrolliert. Ja. Bis über 100! Ganz einfach und schnell. Ich bin beeindruckt, was Lautstärke angeht. Ja, doch. Also Wind oder sowas jetzt? Hast hörst du gar nicht. Um den Tacho zu zeigen, schalt doch mal ein paar Gänge runter. Das ist so, jetzt Zwischengas. Ja. Ich bin stark beeindruckt, wirklich. Doch, ich auch. Mich hat's echt. Da. Ja. Du bist der Sitzarsch hier, das ist echt geil. Sitzarsch-Dings, genau. So, wir wollen ja geschmeidig fahren. Ja, ja. Zack, bin ich schon bei 130. Das geht schneller als man denkt. Drück gut auf den Beifahrersitz. Was kostet er jetzt, so wie er ist? So wie er jetzt ist, mit dem ganzen Carbon, Alcantara, Carbon außen, bist du bei knapp 90.000. Ja. So. Ja. Da kriegst du keinen M6 für. Nee. Da kriegst du keinen Lamborghini für. Nee, garantiert nicht. Da kriegst du höchstens so einen alten Zuhälter-Ferrari. Ja, genau, so einen schönen 360er oder so. So einen, ja. Hier ist jetzt wieder 100. Das heißt, wir dürfen wieder beschleunigen. Ich hoffe, man hört es. Wie da vorne schreit und hinten raus brüllt. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Auch wieder in der Kurve liegt. Geil, oder? Hammer. So nicht schwammig oder so. Ich finde das echt vom Farb. 1A, wie ein Brett, wirklich. Ja. Schön Leder, Carbon. Ne? Oh nee. Aluminium. Oh nee. Schleicher. Ach nee. Angepisster Udo. Alles dabei. Ah, da, guck mal, da darf ich sogar. Da darfst du überholen. Guck mal, da darfst du doch mal einen zweiten reinhauen. Ja, mach doch mal. Also im Forum und in verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Internetforen diskutieren die über die Schaltung, dass die hakelig wäre und scheiße wäre. Findest du das auch? Gar nicht, absolut. Also wirklich gar nicht. Nee. Wirklich gar nicht. Und das Zwischengas, ne? Etwas. Dieser Head-Up-Display, der ist unheimlich geil, oder? Der hilft. Weil wenn du gerade so ein Auto fährst, dann musst du dich unwahrscheinlich auf die Straße konzentrieren. So, und wenn du nicht immer auf den Tacho gucken willst, dann ist das echt. Es ist in Farbe und wir haben verschiedene Modis, die man durchschalten kann. Drehzahl, Kilometer, du kannst sogar G-Werte anzeigen lassen, wie weit man weggedrückt wird und sowas. Das ist schon sehr geil. Ja. Grün-Weiß-Polizei kommt an. Ja! Das haben sie bestimmt gerade gesehen. Die denken sich jetzt, scheiße, wir sitzen nur im Passat. Ja, wir sind wieder da. Ich sehe, ich muss aber sagen. Guck mal, siehst du hier, das da? Das nennt sich Rückfahrkamera. Ah. Aber ich verlasse mich nie auf die Dinger. Ja, denn meistens ist es so, dass die Autos, die so ein Ding haben, viel mehr Kratzer haben als die anderen Kisten. Was ich richtig cool finde in dieser Karre, ist das hier. Alter. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da kannst du mich auch dran verstecken, da ist ein USB-Anschluss drin. Ich liebe Musik. Ich bin ja schon einige gefahren. Lambo, M6, aber das ist nochmal eine geile Hausnummer. Vor allen Dingen, wenn du um die Kurven ballerst, ja. Das Ding, das liegt da drin. 1,15G, schon mit der Serienabstimmung, so wie wir es jetzt für ihn gemacht haben.
1,2G dauerhaft durch die Kurve. Kurzes Einlenken bis zu 1,4G. Ein GT3-Rennwagen macht so 1,8. Nur mal so. Und damit fährst du auch noch Brötchen holen, ne? Ja, klar. Damit fährst du nur Brötchen holen. So, der hast du gesagt, ist jetzt für die Putzfrau, ne? Richtig, für dich. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, kommentiert ruhig. Alex ist immer da. Immer da. Wie gesagt, Kaffee, Cola, sonst was. Hendrik sagt auch schon mal Tschüss da hinten, ne? Tschüss! Bis dann. Ciao. Danke, Marcel. Ciao.